Der Währungsverfall hat ihnen einen Schock versetzt. Diejenigen, die darauf angewiesen sind, ihre Ware aus dem Ausland zu beziehen, wie die Ladenbesitzer der Fotogeschäfte hier, hat es heftig erwischt. Ein Einkaufszentrum nur für Fotozubehör. Die Gänge leer wie noch nie. Die Besitzer sind sauer auf die Wirtschaftspolitik des Landes, trotzdem trauen sich nur wenige vor der Kamera zu sprechen. Schaut her, das kostete eigentlich 100 Lira. Das macht ungefähr 30 Dollar. Umgerechnet sind das jetzt 200 Lira. Für diesen Preis kann ich das nicht mehr verkaufen. Wenn ich es aber für 100 Lira verkaufe, verdiene ich dabei nichts. Eine Zwickmühle. Alles ist teurer geworden. Alle Importwaren haben sich verteuert. Die Menschen kaufen keine Waren, sie haben auch nicht mehr die Kaufkraft dazu. Man kann sagen, die Türkei ist am Ende. Mustafa weiß genau, dass die Anschuldigung von Präsident Erdogan, die USA seien schuld am Währungsverfall, nicht stimmt. Wir haben diese Situation nicht nur wegen den USA erreicht. Es gab zig Fehler unserer eigenen Wirtschaftspolitik. Jetzt werden Leute Minister nur, weil sie Verwandte sind. Der ehemalige Minister hatte Ahnung von Wirtschaft. Wenn man jetzt Leute einstellt, die nichts von Wirtschaft verstehen, kommt man zu solch einem Ergebnis. Er spricht damit Al-Bayrak an, den neuen Finanzminister der Regierung, Schwiegersohn von Präsident Erdogan. Am Freitag hatte er vergeblich versucht, den Markt zu beruhigen, indem er einen Vortrag hielt und vage Maßnahmen ankündigte. Er betonte auch, dass die Notenbank in der Türkei unabhängig sei. Einer der Gründe, warum Anleger seit kurzem vor weiteren Investitionen in die Türkei zurückschrecken. Präsident Erdogan hatte seit seiner Wiederwahl im Juni einen enormen Machtzugewinn erhalten, in dem auch mehr Einfluss auf die Notenbank inbegriffen ist. Gestern äußerte sich einer der wichtigsten Unternehmerverbände und forderte die Regierung zu einer strikteren Geldpolitik auf. Lange hatte sich die Wirtschaft im Land nicht zu Worte gemeldet. Es ist von enormer Bedeutung, dass auch der Staat selbst zu einer Finanzdisziplin übergeht. Eine neue Finanzpolitik, die schnell verkündet wird und das Vertrauen der Märkte gewinnt, wird sicherlich positive Auswirkungen haben. Auf positive Auswirkungen warten die Fotoladenbesitzer noch. Im Moment haben sie wenig Hoffnung, dass es Erdogan gelingen wird, die Lira wieder schnell zu stabilisieren. Und solange werden sie kaum ein Einkommen haben.